Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen. Wir sprechen heute über den Untersuchungsausschuss zu den Entwicklungen der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Das Thema ist kein angenehmes, aber ich freue mich über die Öffentlichkeit. Volontärinnen und Mitarbeiterinnen an der Gedenkstätte waren über Jahre von sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz betroffen. Erst als sich die betroffenen Frauen und die Frauenvertreterin der Kulturverwaltung wandten, tat sich etwas. Erst durch die geschaffene Öffentlichkeit gab es Konsequenzen für den damaligen Direktor und seinen Stellvertreter. Seit März 2020 arbeiten wir auf, was in Hohenschönhausen passiert ist und wer die Verantwortung für die Missstände trägt. Was wir bisher feststellen konnten, weder das Landesgleichstellungsgesetz noch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wurden unter der Leitung des ehemaligen Direktors umgesetzt. Sein Stellvertreter konnte jahrelang übergriffiges Verhalten an den Tag legen. Die betroffenen Frauen konnten sich in der Gedenkstätte nicht an eine Frauenvertreterin wenden, denn es gab keine. Stattdessen war das Verhalten des Stellvertreters jahrelang ein offenes Geheimnis. Bei den Missständen an der Gedenkstätte geht es um eine Vielzahl von Pflichtverletzungen und der Missachtung der Fürsorgepflicht gegenüber nachgeordneten Beschäftigten. Jahrelang kam es zu sexuellen Belästigungen, von denen vorrangig Volontärinnen und Praktikantinnen, also Frauen in der Ausbildung, betroffen waren. Jahrelang waren diese Frauen schutzlos der im wahrsten Sinne herrschenden Leitung der Gedenkstätte ausgesetzt. Als die Frauen den Mut fassten, an die Öffentlichkeit zu gehen, erstattete der damalige Direktor Anzeige gegen Unbekannt, angeblich weil er die Vorwürfe für nicht substanziiert hielt. Perfider geht es kaum. Die vielfach auch von der Opposition beschworene kommunistische Verschwörung und Intrige, sie bleibt ein Gespenst. Stattdessen türmen sich die Belege, dass Recht und Gesetz weder durch den Direktor noch durch seinen Stellvertreter eingehalten wurde. Die Vorwürfe wurden im Übrigen nicht anonym vorgebracht, wie vielfach behauptet. Worum die Frauen baten, war, dass sie öffentlich und insbesondere gegenüber den Männern, die ihre Macht ihnen gegenüber missbraucht haben, nicht bekannt werden. Wenn man sich die Hetze, die der ehemalige Direktor, sein Stellvertreter und Teile dieses Hauses, aber auch der Medien veranstaltet haben, ansieht, gibt es wenig, was ich mehr nachvollziehen kann, als das Bedürfnis, hier geschützt zu werden. Ein Vorgesetzter, der seine Mitarbeiterin anfasst, bedrängt, umarmt, der nachts sexualisierte Nachrichten verschickt und Bewerbungsgespräche in der Kneipe führt. Wie offensichtlich widerwärtig muss es den Herren der Opposition eigentlich sein? Für alle, die im Detail nachlesen wollen, empfehle ich die Lektüre des Urteils des Landesarbeitsgerichts vom 25. September 2020 gegen den stellvertretenden Direktor. Unter dem Aktenzeichen 60 CA 1311-18 ist es öffentlich zugänglich im Juris-Rechtsprechungsportal. Derart klare und ausführliche Begründungen in Fällen sexualisierter Belästigung und Nötigung wünsche ich mir öfter. Der ehemalige Direktor der Gedenkstätte ist selbst auch nicht aus der Verantwortung zu ziehen. Beispielsweise nach einer Klausurtagung in einem Boot mit mehreren Mitarbeiterinnen, die sich nicht entziehen konnten, zog er sich nackt aus und sprang ins Wasser. Selbst in unserem Untersuchungsausschuss kennt er keinerlei Professionalität im Kontakt mit Frauen. Ihre Frage beantworte ich, weil sie mich so liebenswürdig anlächeln. Fakt ist, dies wurde inzwischen von nahezu allen Zeugen bestätigt, dass Übergriffe gegenüber jungen Frauen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis standen, über Jahre stattgefunden haben. Alarmierend, gestatten Sie eine Zwischenfrage von... Alarmierend kommt hinzu, dass etliche Mitglieder der Opposition diese Übergriffe für Lappalien halten. Schlimmer noch, sie meinen, die Leistungen des Direktors in Sachen Stasi-Aufklärung sind höher zu bewerten, als Frauen, die Opfer von Belästigung am Arbeitsplatz geworden sind, zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist widerwärtig und beschämend. Auch in der Verwaltung hat es lange nur wenig interessiert, dass es massive Probleme an der Gedenkstätte gab. Doch gerade bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz müssen wir sensibel sein. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der sich Betroffene trauen, Missstände anzusprechen, damit frühzeitig gehandelt werden kann. Abwarten und Ausharren auf Kosten der Betroffenen sorgt dafür, dass Strukturen geschaffen werden, in denen Täter sich in Sicherheit wähnen können. Wer unbehelligt in breiter Öffentlichkeit so lange übergriffig sein kann, für den muss es geradezu überraschend sein, wenn er dann doch noch zur Verantwortung gezogen wird. Es ist unser Anspruch, im Rahmen des Untersuchungsausschusses auch Handlungsempfehlungen an die Verwaltung zu formulieren, damit sich Taten wie in Hohenschönhausen nicht wiederholen können. Das sind wir den Frauen schuldig, die den Mut hatten, gegen Männer vorzugehen, von denen sie genau wussten, dass diese aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung als unantastbar galten. Doch es gibt keine Funktion, keine Rolle, kein Werk, das es rechtfertigt, seine Macht zu missbrauchen. Eine Macht, die gegeben worden ist durch das Land Berlin. Wir sind in dieser Sache keine Zuschauer. Wir sind in der Verantwortung. Die Taten wurden möglich gemacht durch eine kollektive Duldung, durch die Verwaltung, die nicht nachdrücklich genug die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrollierte, aber auch durch diejenigen, die politische Verantwortung trugen, als bekannt wurde, was in Hohenschönhausen geschieht und nicht ausreichend intervenierten. Wir müssen jetzt wenigstens diejenigen sein, die mutig genug sind, Opfer und Täter unmissverständlich zu benennen. Das schulden wir als Land Berlin den Betroffenen, denen wir an dieser Stelle für ihren Mut danken müssen.